I'm inviting you to a little imagination activity. Imagine that you can take all of your experiences that you have made at this Congress, take them home with you and share them with your friends and your family. Everything. The first time that you tried Mate, the moments, endless moments, of going through the labyrinth of this Congress hall and getting lost for the 100th time, trying to enter the club downstairs and feeling like you can cut the smoke with a knife, or actually being very surprised and seeing Snowden appear on stage. So all of these wonderful memories, imagine you can record them and you can take them home with you. Today, this kind of recording activity or possibility is actually possible to make. There's technology that could theoretically record everything 24/7. Kai Kunze will give us an overview of sensual Hallo und herzlich willkommen von den Übersetzern. Wir übersetzen natürlich auch auf Deutsch. Kai Kunze wird uns erzählen, was uns die Zukunft für erweiterte und virtuelle Realität bringt. Er hat einige Erfahrungen mit Projekten in diesem Bereich und wird uns eine Übersicht geben, wie wir die Grenzen heute verschieben von geteilter menschlicher Erfahrung. Kai ist ein Wissenschaftler in tragbarer Kleidung und ist auch Gründer der japanischen Supermenschen-Sportsgesellschaft. Vielen Dank. Ohne weitere Ankündigung, Kai Kunze. Vielen Dank für die großartige Ankündigung und vielen Dank für das frühe Aufstehen. Es ist immer ein besonderer Anlass für mich, auf dem Chaos Communication Kongress zu reden. Und für die nächsten 30 Minuten werde ich eure Zeit nicht verschwenden. Der Vortrag wird von Supermenschensport, die menschlichen Sinne zu erweitern. Wie die Einführung gesagt hat, wir sind am Anfang von der allgemeinen Verfügbarkeit, wie die Google Cardboard oder und wir sind auf der Grenze, wo dieses für Verbraucher verfügbar wird. Meine Großeltern haben schon die HoloLens. Ich mag es immer gerne, Bilder von meinen Großeltern zu zeigen, weil die immer alles ausprobieren, was ich ihnen gebe. Und dann geben sie mir wertvolles Feedback. Aber ich habe mit einem großen Disclaimer anzufangen. Ich werde euch enttäuschen in Bezug auf die Einführung. Vertraut mir nicht. Vertraut mir nicht in Bezug auf Vorhersagen. Ich habe 14 Jahre in diesem Feld gearbeitet und 2004 habe ich gedacht, heute würden wir so herumlaufen. Und ich sehe euch, keiner von euch sieht jetzt genau so aus. Daher bin ich nicht so gut mit Vorhersagen. Das war ich an der Zeit. Ich hatte eine Einhand-Tastatur und damals hatten wir noch keine Smartphones. Und daher mussten wir unsere Computer anders vorher herumtragen. Und vor kurzer Zeit dachte ich, dass Google Glass der nächste große Trend wird. Also vertraut mir nicht an meine Vorhersagen. Aber ihr überlegt euch bestimmt, warum ihr so früh aufgestanden seid. Was ich erzählen werde heute, das Hot Topic in Japan ist supermenschliche Sportarten. So, Superhuman Sportarts. Die Idee ist einfach, Technologie nehmen, um die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. So, also mehr, als das wir normalerweise machen können. Ihr wisst, da wir in Japan sind, haben wir natürlich eine Gesellschaft gegründet und dann hatten wir die Supermenschen-Gesellschaft und ich bin natürlich einer der Mitglieder. Die Idee kam von Imani Sensei und Nakimoto Sensei.
und Nakamura. Ich mag es normalerweise nicht, einfach nur Namen einzubringen, aber wenn ihr euch für menschliche Erweiterungen und virtuelle Realität interessiert, dann befasst euch mit diesen Menschen. Sie sind meine persönlichen Favoriten. Jetzt haben wir eine Gesellschaft, die wir versuchen immer weiter zu erweitern. Seit einigen Monaten arbeiten wir mit TU Delft und ich will euch nicht weiter langweilen, aber ich möchte eine weitere Person hervorheben, und zwar Robert Rehner. Robert Rehner hat 2016 für mich gerettet. Es hat alles angefangen mit Brexit und Trump, aber Robert hat den Cybathlon organisiert in Zürich. Ich wundere mich, wie viele von euch haben vom Cybathlon gehört? Oh, einige. Nett. War irgendjemand da? Einer war da. Mein favorisiertes Publikum. Das war eine internationale, ein Wettbewerb für Menschen mit Behinderungen, die Exoskeleten und weitere Erweiterungen benutzt haben. Und es war großartig. Und das ist das, worüber ich heute mit euch heute diskutieren möchte. Superhuman Sports sind Erweiterungen unseres Körpers, Erweiterungen des Feldes, wo man spielt. Und ich werde euch Beispiele zeigen von Wissenschaftlern in der Gesellschaft. Also als erstes erweitern wir unseren Körper. Da es gibt viel Arbeiten, die mechanisch erfolgen. Das ist nicht so gut für uns, spannend für uns Computerwissenschaftler, aber es sieht cool aus. Daher zeige ich das. Das sind Skeletonics. Sie fabrizieren diese Exoskeletts und sie sind ziemlich cool. Dann gibt es den Blasenspringer, Bubble Jumper. Das kam aus einem Hackathon. Und wir fingen mit ersten Zeichnungen an, aber das Wichtige für unseren Hackathon ist, man muss es demonstrieren, man muss es anwenden. Ja. Ihr seht die Kombination von Bubble Ball und Himmelsflieger, um einen sehr sicheren und netten Sport zu machen. Die Koexistenz von Sicherheit und Kraft. Und ich bin mir nicht so sicher bei der Sicherheit. Und jetzt? Gehen wir zu etwas Ernsterem. Das ist Arbeit von Inami-Sensei. Und in diesem Fall geht es wirklich darum, die menschlichen Sichtweise zu erweitern. Sie arbeiten mit einem DK1 und sie haben zwei Kameras, eine vorne und eine hinten, und sie überlagern die beiden Video-Feeds. Also, wie ihr hier seht, am Anfang sieht es sehr fürchterlich aus, aber nach 2-3 Minuten bist du in der Lage, die beiden Videofeeds voneinander zu trennen. Daher kannst du nach 2-3 Minuten deine Umgebung bewusst wahrnehmen. Das einzige Problem ist, das, was man hier sieht, man sieht weil man ein Display vor sich trägt, gibt es ein Offset von der Kamera bis zum Auge. Und es ist sehr schwer, mit der Umgebung zu interagieren. Die nächste Arbeit, die ich euch zeigen möchte, ist ein synästhesischer Anzug, ein Feedback-Anzug, haptischer Feedback-Anzug. Das wurde als erstes gemacht, um REST Virtual Reality Spiele für die PlayStation auf den Markt zu bringen. Was man hier auf der rechten Seite gibt, ist, es gibt einen haptischen Feedback, Vibratoren,
24 auf dem gesamten Körper. Und du kannst eine Fühlsensation auf deinem ganzen Körper kriegen. Die Idee ist, sollt gleichzeitig visuelles und haptisches und Berührungsfeedback bekommen und dadurch in einen Trance-Zustand kommen. Und wenn ihr Rest mit diesem Anzug probiert, dann ist es eine großartige Erfahrung. Ihr bekommt alle Arten von Input zur gleichen Zeit. Ja, dann geht es weiter mit der Erweiterung der Sportarten. Hier zeige ich eine Arbeit von Rikimoto Sensei, die Aqua-Höhle. Man kann in diesem Tank hier schwimmen, aber der Schwimmer oder Taucher hat 3D-Brille auf und sieht, man kann also dann wirklich simuliert im Great Barrier Reef tauchen und Haie sehen und ähnliche Dinge. Außerdem erweitertes Training. Ich zeige euch hier eine etwas ältere Arbeit, die ihr vielleicht schon kennt, aber ich finde es halt cool, um es nochmal zu zeigen. Das ist galvanische Vestibulärstimulation. Was die gemacht haben 2004 ist, die geben ein Ohr hinter dem Ohr rein, einen kleinen Strom. Und dieser kleine Strom, der stört das Gleichgewicht, den Gleichgewichtssinn. Also das heißt, man lehnt sich dann in die Richtung der Anode. Und warum ich das also zeige, ist, das könnte man jetzt also in Europa oder USA keinesfalls machen. Man sieht hier den Studenten und den Professor mit der Fernsteuerung. Und er hat einfach einen Menschen, eine Person rumgesteuert. Einfach wie so ein. Also, ich habe das mal ausprobiert. Es ist noch nicht sicher. Wir wissen nicht genau, was die Langzeiteffekte sind. Aber es ist interessant und auch es hängt vom Benutzer ab und der Haut. Manche brauchen mehr oder weniger von der elektrischen Energie. Aber es ist einfach ein interessanter Gedanke, vor allem für Sportarten, wo man also Gleichgewicht braucht. Eine andere Arbeit, das ist hier die Arbeit einer meiner Studenten, Takura. Das sind eine Brille für Peripher-Visionen. Man kann hier also Hinweise geben, die man sonst nicht sieht. Während ich dir in die Augen gucke, kannst du periphere Hinweise kriegen. Weil wenn man auf die Uhr schaut oder so, dann merkt die andere Person, dass man hier nicht mehr in die Augen guckt. Man fängt also mit dieser Idee an und das Langweilige ist, es funktioniert natürlich für Alarme oder Benachrichtigungen. Man kann also hier irgendwie 8 verschiedene Notification haben. Die andere Person sieht das nicht, dass man die kriegt. Aber worum es wirklich geht, und hier ist interessant, ist, er möchte gerne die Bewegung beeinflussen durch die periphere Vision. Und es gibt auch andere Forschung von Furukawa, also auf der erweiterten Menschkonferenz, die haben projizieren F-Muster auf den Boden, um Fußgänger zu steuern. Takuro hat sich gefragt, ob es wohl möglich wäre, so eine periphere Visionsbrille, um das zu tun. Das ist ein erster Test, es ist kaum noch nicht produziert, aber ich wollte es euch mal zeigen. Also was er macht, er benutzt ein paar Linien, die also sich so bewegen und lässt dann Leute laufen. Und jetzt überlegt mal, was passiert, wenn die Linien sich schneller bewegen. Ja, was passiert? Die Leute laufen langsamer. Also es ist möglich, damit die Geschwindigkeit zu beeinflussen und er möchte auch versuchen, dann die Richtung zu beeinflussen. So, das nächste ist die Erweiterung von Zugucken und Anfeuern. Wir nennen das
Affective Wear, das kann die Gesichtsausdrücke in einer einfachen Art und Weise erkennen. Ja, man sieht hier Mashai mit die verschiedenen Grimassen, die er zieht mit diesen selbstgemachten Brille. Wie funktioniert das? Das sind fotoreflektive Sensoren in der Brille drin und und damit kann man dann also benutzerabhängig herausfinden, was für Ausdrücke er gerade macht, welche Grimassen er schneidet. Also hier sieht man die fotoreflektiven Sensoren und die Abstand des Sensoren. Und bevor er anfängt, muss er die Sensoren mal kalibrieren. Und sieht man, wenn man also zum Beispiel lächelt, dann gehen die Wangen nach oben, ne, und dann kann man das erkennen, dass es um das Lächeln geht. 8 verschiedene Gesichtsausdrücke sind damit darstellbar und erkennbar. Das ist hier die Normalisierungsphase und die Tränenphase. Das ist benutzerabhängig, aber es ist sehr billig. Und vor allem, Lächeln ist einfach. Da braucht man bloß einen Fotoreflektor und vielleicht nochmal einen anderen zur Kontrolle. Also was man damit machen kann, ist, man kann das in ein VR-Headset einbauen und dann kann mein Charakter in der VR und die Remote, die anderen Teilnehmer können dann die Stimmung sehen. Warum funktioniert das hier nicht? Okay, gut, aber ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Ja, also was noch auch weiterhin interessant ist, man kann außerdem, man kann das für Wissenschaft verwenden. Also wenn du in irgendwie einer Höhle bist, dann siehst du, wie Menschen auf andere Elemente in einem VR-Umgebung reagieren. Und man könnte auch zum Beispiel tagsüber sich... Ihr seht auch, was für Aktivitäten, hängt natürlich davon ab, welche Aktivitäten ihr macht, wie viel ihr lächelt und wie viel ihr böse seid. Und das ist interessant, das ist in Verbindung mit dem Werk von meinem Kollegen, der den Glücklichkeitszähler erfunden hat. Am Morgen, wenn ihr aufwacht und euer Wecker klingelt, braucht ihr nicht den Wecker ausschalten, sondern ihr müsst den Wecker anlächeln. Das ist ein bisschen, macht ein bisschen Angst oder es ist ein bisschen verrückt. Das nächste ist ein bisschen lustig. Wenn ihr nicht genug lächelt, können wir euch auch dazu bringen, dass ihr genug lächelt. Das ist jetzt... über die Elektroden bringen wir euch dazu, dass ihr mehr lächelt. Aber ich empfehle euch wirklich nicht, diese Art von Technologie zu bauen. Das ist ein bisschen ein Witz. Aber Studenten haben damit gespielt mit EMS, elektronische Muskelstimulation. Die meisten Muskeln, die wir brauchen, um das Gesicht zu kontrollieren, kommen von dieser Seite des Gesichts. Und was man macht, man macht Elektroden auf diesen Teil des Gesichts und damit kann man Muskeln aktivieren. Die Studenten wollten lächeln, aktivieren, aber als sie es an mir ausprobiert haben, habe ich als allererstes gezwinkert. Man kann auch Zwinkern damit machen. Das ist ein bisschen auf der Witzseite, nimmt es nicht zu ernst, aber für mehr ernsthafte Muskelstimulation, ich verweise euch zu Max Peiter und seinem Kollegen, sie haben ein Kit, falls eine URL ist hier, falls ihr es selber machen wollt und der Quellcode ist da und auf Bitbucket und GitHub. Es ist einfach cool. Fußkontrolle, Bewegungskontrolle für Fußgänger und ihr könnt euren Körper als Output-Gerät für Computer verwenden. Nun komme ich zurück zu den Supermenschen, Superhuman Sports Society Gesellschaft. Die Idee ist hier zu Olympia 2020, auf Olympia 2020 hinzuarbeiten.
Wir wollen eine erweiterte Spielergebung bereitstellen. Also nicht nur, dass Menschen diese Sensoren benutzen, aber auch die Gesellschaft rundherum zu schaffen. Wir organisieren Workshops. Das ist ein Beispiel von YCAM vom Anfang des Jahres. Ihr kommt zusammen, Wissenschaftler, Künstler, lokale Menschen, die einfach nur interessiert sind. Wir probieren es an einem Tag aus und probieren verschiedene Technologien. Und der wissenschaftliche Output ist, ihr seht alle vier Leute, ihr seht den Output von allen vier Leuten. Am Ende versuchen wir, diese Spiele zusammen zu kreieren. Hier sind einige Bilder von den Workshops. Und die Idee hier ist, als allererstes, wie ich zuvor sagte, wir wollen erstmal ein Proof of Concept, dass das Konzept funktioniert, erstellen. Und das machen wir, indem wir den Sport wirklich betreiben und wirklich demonstrieren. Demonstriere oder stirb. Und in der Zukunft versuchen wir dann die erweiterten Spiele zu erstellen. Nun könnt ihr euch fragen, was ist der Eindruck auf die Wissenschaft? Warum erzähle ich euch das? Und wenn ihr meinen vorherigen Vortrag gehört habt vor 2 Jahren, ich bin interessiert in kognitive Erweiterungen und ich konzentriere mich auf Augencomputing. Das ist mein Hintergrund. Ich habe mit GINs gearbeitet, auf Sensorbrillen, die Augenbewegung erfassen können. Und seit Dezember habe ich gute Neuigkeiten. Ich habe Unterstützung von der japanischen Regierung, von JST, um gemeinschaftliche Open Eyewear Plattformen auszubauen. Und ich suche nach Zusammenarbeitern, damit wir jetzt anfangen können. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt damit anfangen. Ich möchte nicht in einer Situation ankommen, die wir heute mit unseren Mobiltelefonen haben, dass wir nur 2 Anbieter haben. Und sie erzählen uns, was wir auf unserem Mobiltelefon machen können. Ich denke, Eyewear für mich ist für mich der nächste große Schritt, das nächste große Ding. Und ich möchte eine Open Eyewear-Plattform haben. Das ist mein Hintergrund. Ich denke, für mich, der Supermenschensport ist ein großartiger Ausprobierplatz. Für nicht nur Sensoren, sondern auch um menschliche Erfahrungen zu erweitern. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Hier ist die Idee, dass digitale Sensoren in einigen Teilen schon deutlich besser sind, künstliche Sensoren, als die menschlichen Sensoren. Man kann höhere Bildraten erreichen, man kann ein breiteres Spektrum sehen. Aber was fehlt von unserer Seite, ist das Interface, die Schnittstelle. Können wir neue, erweiterte Sinne erstellen auf Basis digitaler Technologien? Das digitale Kamerasystem, die digitale Kamerasystemanalogie, da möchte ich euch ein kurzes Beispiel zeigen. Das ist Blinzeln, um zu zoomen. Also, mit meiner normalen, wenn ich irgendetwas nicht sehen kann, dann werde ich blinzeln. Und wenn ich irgendwelche Brillen habe, und wenn ich dann blinzel ich und dann vergrößert sich einfach das, was ich lesen will. Und ich merke nicht mal mehr, dass ich Technologie trage. Ich wollte euch eine Demo bei der HoloLens zeigen, aber ich habe es einfach nicht mehr hingekriegt, dass es auf der HoloLens funktioniert. Ich bin glücklich, dass ich einen Studenten habe, der
eine Demo vorbereiten konnte auf einem Laptop. Das gibt euch ein Gefühl, wie das funktioniert. So, okay, in diesem Fall ist es also leider nur auf dem Laptop. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ich verwende den Eye-Tracker, um meine Augen zu tracken. Eine Kamera habe ich und OpenCD, um mein Gesicht zu tracken. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel mal blinzere, dann zoomt es rein. Ich könnte euch das auch auf einem Dokument zeigen. Okay. Erst wenn ich blinze, dann zoomt es rein. Wenn ich aufhöre, dann stoppt es. Und das ist eine sehr einfache Art der Interaktion, die man machen kann. Ich hatte gehofft, dass ich das auf einem AR-System euch zeigen kann, aber geht halt, ich zeige es euch hier auf dem Laptop als Desktop-Eye-Tracker. Und ich zeige es noch ein bisschen, wie das funktioniert. Wie gesagt, das ist ein OpenCV-System. Ich glaube, George verwendet die Augenbrauen und wie die sich verhalten zur Nase und zu den Augen. Also wenn ich nach unten gucke, dann verändert sich dieses Verhältnis. Und dann, wenn ich aufhöre, dann stoppt es wieder. So, also das gibt euch so eine kleine Einführung darin, was ich versuche hier zu machen. Also Technologie, die man einfach benutzen kann, wo man noch nicht mal merkt, dass man sie überhaupt benutzt. Also ähnlich wie eure analogen Brillen. Und nicht nur für die Sinne, nicht nur fürs Hören jedenfalls auch. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Es gibt noch so ein paar obligatorische Slides. Das sind hier meine Mitarbeiter und die also bei der Forschung mitgeholfen haben. Und ich habe ein ganz besonderes Danke-Slide für die Studenten, die die eigentliche Arbeit gemacht haben und speziell an George, der die Demo von gerade eben hergestellt hat. Auch an Masai für den Effectiveware und natürlich an alle anderen. So, das ist Ende meines Vortrags. Jetzt ist dann, glaube ich, Zeit noch für Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Cooles Zeug. Okay, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Es gibt vier Mikrofone im Raum. Also the internet is always able to. So, auch über das Internet könnt ihr Fragen stellen. Wenn ihr schon wach seid, hat das Internet irgendwelche Fragen? Ja, okay, eine Frage. Ja. Ja. Ist der Code für Eye-Tracking öffentlich zugänglich? Also welcher Code? Also für Eye-Tracking kann ich empfehlen Pupil Labs. Der Eye-Tracking-Code, den ich benutze, das ist TobiIX. Das ist Tobi, das ist proprietär, die haben eine API. Naja, es ist halt ein Desktop-Eye-Tracker, ne? Aber wenn man einen mobilen Eye-Tracker haben möchte, dann würde ich empfehlen Pupil Labs, das ist Open Source. Und nur die letzte Version ihrer Hardware ist einmal closed source und der Code ist alles auf GitHub. Also es ist echt einfach, das anzupassen. Sie haben auch für VR-Headsets Anpassungen. Also es ist echt einfach, man kann seine eigenen Kameras bauen, es ist einfach, man kann den Code benutzen, wenn man irgendwie nicht teuer werden will. TobiIX ist in Ordnung, aber ich mag es halt nicht so gerne, weil es eben Closed Source ist. Und man kann dann kommt nicht an die eigenen Bilder. Also wenn man zum Beispiel irgendwie die Erweiterung der Iris messen möchte, dann geht das nicht so. Actually, let's go to microphone number 6, please. So, ich habe eine kleine Frage, wie offen bist du, mit verschiedenen Universitäten zusammenzuarbeiten und deine Technologie und deine Forschung zu teilen? Ich arbeite in Genua
und wir benutzen viel Motion Tracking, Bewegungserfassung. Eye-Tracking, Augenerfassung würde sehr interessant für uns sein und wir benutzen viel Gesichtserkennung. Wie interessiert bist du, Zusammenarbeit in der realen Welt zu eröffnen? Und wie offen bist du dazu, das für die Wissenschaft zu nutzen? Ja, wir sind da echt offen und deswegen gebe ich diesen Vortrag auch. Jetzt habe ich endlich auch ein bisschen Geld, um das zu bezahlen hier. Und ich möchte echt Leute finden, die mitmachen. Ne? Und also speziell, wenn man sich anguckt, wie es im Silicon Valley jetzt da losgeht und wie da investiert wird, das Nächste, was wir sehen werden, sind Eye-Trackers in VR, ganz klar. Und man wird sehen, wie weit die sind. Also ich würde echt gerne die Zusammenarbeit sehen. Triff mich nach dem Vortrag oder send mir eine E-Mail und dann es wäre klasse, wenn wir in Kontakt bleiben könnten. Danke für den schönen Vortrag. Wie wichtig wird es sein, die Kombination von externen Signalen wie wie Blinzeln und ähnliches sein wird, zu kombinieren mit Gehirnwellen? Es ist wichtig, die zu kombinieren. Also ich habe mir jetzt auch EEG-Signale angeguckt, Elektroenzephalogramme. Aber es ist halt schwierig, in den Schädel reinzukommen. Also das Elektroenzephalogramm und auch die Computerinterfaces dafür, das dauert einfach eine Weile. Und außerdem ist die Signalverarbeitung ziemlich schwierig und ich bin faul, deswegen habe ich mit den Augen angefangen. Die Augen geben dir schon eine Menge Informationen, die man so braucht aus dem Gehirn. Also ich möchte mir gerne Kombinationen angucken, auch natürlich das EEG, aber es ist wichtig, die richtige Art von Sensoren zu finden, damit es dann auch im wirklichen Leben funktioniert. Also zum Beispiel, das gibt das JSC-Projekt, was wir da wirklich machen wollen, sind einfache Sensoren zu finden, die manche Informationen dann geben über die Gehirnaktivität. Also es ist eine Kombination von verschiedenen Sensoren. Und wie ich schon sagte, das Auge ist wirklich interessant. We have time for one more brief question. Number four, please. Wenn als ich erweiterte AR-Glasses getragen habe, da hat sich der Abstand verändert zwischen den Brille und dem Objekt, was ich greifen wollte. Ja, das hängt sehr ab von, also VR hat immer noch das Problem mit der Wahrnehmung. Also ich glaube, du wirst immer das Problem haben. Also Augmented Reality, also wie die HoloLens, finde ich ziemlich gut, aber auch da kann man nicht Sachen anfassen, weil die Entfernung zum Objekt zu weit ist. Also ich frage mich, ich habe noch nichts gesehen, was wirklich dann angreifbar, also erfassbar wäre, wo man die richtige Distanz hat. Entweder kann sich dein Gehirn darauf einstellen, was meistens der Fall ist. Ja, also ich glaube, das geht, dann kann es die Entfernung richtig abschätzen. Oder wir müssen andere Tricks anwenden. Was man machen kann, weiß ich nicht so wirklich. Ja, damit kommen wir zum Ende des Vortrags. Vielen Dank, Kai.